Hallihallo, Hallöle. Ich bin jetzt so ein bisschen aufgeregt, weil ich mich fertig gemacht habe. Wie man sieht, meine Hautunreinheiten sieht man jetzt nicht mehr so dolle. Aber beim Wimperntuschen ist mir aufgefallen, ey, boah, ne? Wimpern sind länger geworden. Die sind so dermaßen länger geworden. Ich habe normalerweise kurze Wimpern und wenige Wimpern, aber für meine Verhältnisse sind die super lang geworden. Ich habe vorher noch nie darauf geachtet. Ich habe mich auf meine Haare konzentriert. Ich nehme ja diese Herske Nails. 3 Monate? 4 Monate? 3 Monate. Und ich habe noch nie darauf geachtet, ob die Wimpern wachsen oder nicht. Ich habe gemerkt, dass sie überall sonst wachsen, ne? An den Haaren, an den Beinen, Haaren und so weiter. Aber meine Wimpern, da hätte ich jetzt nie mit gerechnet. Oh nein, scheiße. Das denn ja. Na egal. Ja, auf jeden Fall, ich bin begeistert und ich werde die auf jeden Fall weiterhin nehmen bis zum Sommer, weil ich will ja im Sommer ganz lange Haare haben. So, zum eigentlichen Thema, warum ich dieses Video machen wollte, ist ja, der Thermomix. Kennt bestimmt jeder von euch. Der Thermomix ist ja so eine oder soll eine richtig tolle, geile Maschine sein, mit der man schnellstmöglich die besten Gerichte zubereiten kann. Und der Thermomix, das ist ja also vom Preis. Ich habe gerade mein Auto gekauft. Und der Thermomix ist weitaus teurer als mein Auto. Über 1000 Euro, 1500 Euro. Ja, auf jeden Fall, ich habe da eine Firma gefunden, die den Thermomix verleiht. Und ich habe da mal nachgefragt, ob ich das mal austesten darf, diesen Service, dieses Leihen. Und ja, ich habe heute die Zusage bekommen für den 4. April für 3 Tage. Und in diesen 3 Tagen habe ich gedacht, dass ich da einige Gerichte zubereiten werde und natürlich auch Video aufnehme und so weiter. Ja, was mir aber fehlt, sind Ideen. Speziell Ideen für vegetarische Gerichte. Wenn jemand von euch vegetarische Gerichte hat für den Thermomix, die auch gut schmecken. Ich habe nämlich von einigen gehört, dass viele Rezepte, die in diesem Thermomix-Buch vorhanden sind, nicht so dolle sein sollen. Wenn ihr welche kennt, dann bitte, 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 bitte her damit. Ansonsten, ja, dann muss ich mir die Arbeit machen und im Internet googeln, aber bis jetzt habe ich nichts Gescheites gefunden. Also mich interessieren speziell diese vegetarischen Gerichte, weil ich will ja Vegetarierin werden. Okay, ja, also wenn ihr welche habt, dann würde ich mich freuen und wäre sehr dankbar, wenn ihr mir die zukommen lassen könnt. Ja, okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.